Jo, Metall zusammen. Immer noch in der Höhle, in der großen. Und ja, Problem, also Analyse des kleinen Unfalls, den ich gerade hatte, ist durch. Ja, ich hätte das Bett nicht in den Gang setzen sollen. Auf der anderen Seite, wenn ich das Bett nicht gehabt hätte, dann wäre jetzt immer noch. Oh, es ist Nacht. Das ist gar nicht gut. Honkwas Slain by Zombie. Ja, und ich habe noch drei Totems of Undying in dieser Welt. Also, ja, es ist Zombie, das ist schade, ne? Aber auf der anderen Seite verschüttete Milch, ne? Kennen wir. So, der Händler ist immer noch da oben. Ich werde mir mal ein bisschen Erde hier hinten abgraben. Denn ich werde hier einiges gegen das Wasser machen müssen, um hier noch weiterzukommen. Wieso, das Wasser schützt dich? Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Auf die andere Art und Weise hindert es mich, weitere Ecken der Höhle zu erkunden. Schokolade. Ja, ich hatte etwas Hunger. Weißt du, Sterben macht hungrig. So. Ich möchte natürlich nicht zu viel. Quasi Dirt, was? Hier. Tu weg. Ja, jetzt habe ich ihn doch wieder. Naja, später werde ich ihn wegwerfen. Gut. Frag mich, wozu das Zeug gut sein soll. Ist nur hässlich. Das sagen auch manche Leute über mich. Fishing for Compliments mal wieder. So. Und haut natürlich die Fackel weg. Ist ja ganz toll. Habe ich keine Fackeln gemacht? Ich wollte doch Fackeln machen, als ich. Ah ja, und dann habe ich Pause gemacht. Ist klar. Ich verstehe. Ja, jetzt habe ich eine Fackel zu viel. Egal. Kann man eigentlich Licht zu viel haben? Nö. Das Licht der Welt. So. Gleich habe ich. Ja, jetzt habe ich den 64er. Jetzt rennen wir hier kurz runter. Fallen möglichst in keine Höhle rein. Also tiefere Höhle als das hier. Ich bin jetzt übervorsichtig irgendwie halbwegs. So, damit wäre der Quatsch zu Ende. Vorsichtig, hier ist Gravel. Und wie wir alle wissen, der kann fallen. Ganz besonders, wenn ein übereifriger Creeper sich neben einem in die Luft sprengt. Warum eigentlich nicht in die Erde? Ich rede nur Blödsinn, weil ich Schieß habe. Ja, das ist wirklich, also diese Höhlen, diese großen Höhlen, ist ein Game Changer, ne? Weil hier fühlt man sich wie in einer Always Night Minecraft-Welt. Weil hier spawnt ständig. Und die Area ist einfach riesig. So. Also ist tatsächlich wie eine Minecraft-Welt, in der immer Nacht ist. Und das ist interessant. So. Ah, Vögelchen, Vögelchen. Ah. Wo ist er? Da. Das ist auch so ein Ding. Wegen dieser Größe der Höhle muss man erstmal rausfinden, von wo der Quatsch eigentlich kommt. So. Aber alles machbar irgendwie. Aber ist schon ein Gefahrenlevel, das anders ist als die Oberwelt. Also, da gibt es ja nun den Tag, da hast du kaum was zu befürchten. Okay, kann man noch ein versprengter Creeper irgendwo. Ist übrigens eine gute Formulierung, versprengter Creeper. Kann sich da noch irgendwo rumtreiben. Aber an sich ist die Oberwelt während des Tages ziemlich gefahrenfrei. Aber hier sieht es ganz anders aus. Also, ja, damit hat man Minecraft mal wieder eine völlig andere Nuance verpasst. Finde ich auch gut. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Was habe ich denn auch schon zu sagen?
So. Möglichst nicht irgendwo runterschwemmen lassen. Das wäre nett. Wäre nett, wenn ich das hinkriegen würde. Ja. Somit steht uns ein weiterer Bereich der Höhle zur Verfügung. Oh, aber das ist doch schwer. Oh, das ist ein Baby-Zombie. Wie gut, dass man da nicht runter kann. Ja, irgendwann muss ich es, weil ich kann das ja nicht einfach so lassen. Ne? Ist doch unmöglich. Ah, hier ist es auch nicht leicht, darunter zu kommen. Ich wollte gerade sagen, etwas leicht darunter zu kommen, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ricola Schweizer Kreuz zu kr. So. Das hier ist auch kein Abstieg. Es sei denn, es kommt ein Creeper und springt mich runter. Hier könnte man sich zur Not eine Treppe bauen, was ich vielleicht auch tun werde. Erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Alter, ist das krass. Ich fühle mich wie in einem völlig neuen Minecraft. Tja, und da soll noch mal einer sagen, Minecraft wird irgendwann langweilig. Habe ich gerade neulich wieder einen gehabt, der meinte, ja, warum spielst du so lange Minecraft? Das wird doch irgendwann langweilig. Was? Wüsste ich nicht, Vögelchen. Wüsste ich nicht. Wenn Minecraft dir langweilig wird, dann bist du einfach langweilig. Finde ich. Gut, ich spiele jetzt Far Cry, weil ich auch mal wieder was anderes spielen wollte, weil die ganze Zeit Minecraft, Drakensang, Fallout. Da möchte man auch mal wieder was anderes erleben, aber nee, Minecraft wird für ewig in meinem Herzen bleiben. Alleine schon aus dem Grunde, was es alles für mich getan hat. So, es sind noch eine Stunde 40 Minuten auf der Facecam verfügbar. Jetzt sind wir bei 7 Minuten, okay. Ja, ich mache heute nicht ganz so lange. Ich weiß, ich sag das öfter, aber nee. Ich will erstmal, bis meine Batterien wieder mit Sonne aufgeladen sind. Und das wird ja noch einige Zeit dauern. Werde ich mich der allzu langen Spiele-Sessions dann auch mal enthalten. So, nicht zu schnell runtergraben. Ich höre da einen Baby-Zombie, den möchte ich erstmal erlegen, bevor es darunter geht. Arsch, ich höre dich, ja. So, das ist die Rache dafür, dass ihr mich zerlegt habt. Ihr Otzen. So. Nichts gegen Otzen. Flauschig. Gott. Ja. Muss auch mal sein. So, und hier unten, wenn ich hier auf dem Boden der Schlucht bin, dann werde ich genau das gleiche machen wie oben. Nämlich mir ein kleines Refugium bauen. So habe ich das früher immer gemacht. Und hätte ich das vorhin gemacht, dann, ja, ich bin viel zu unvorsichtig geworden mit der Zeit. So, man kennt ja Minecraft. Keine Situation neu, hä? Ja, ja. Jetzt hat man sogar Raids gemacht. Ho, 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 ho. Ja. Wie war das noch mit den mit der Lektion in Sachen Demut? Die ist ab und zu mal wieder fällig, ne? Wenn man mal wieder zu große Schnauze hat. Hallo Creepy, du alte Drecksau. So, da brennt er. Nicht mehr. Ja, jetzt hat das Vögelchen sich versteckt.
Oh, hat der Kügelchen sich versteckt. Ach, ist er fein. So. Ja. Auf diese Dripstones, wie gesagt, hat man mir erklärt, sollte man nicht unbedingt draufspringen. Und den Creeper da unten nicht unbedingt neben sich explodieren lassen. Ciao, mit V. Also dieses Höhlenzeugs bringt ganz andere Geschichten mit sich an Herausforderungen und Freuden und Leid. Ja, Curse of Vanishing Axe, warum habe ich die noch dabei? Ich weiß es nicht. Sie ergibt eigentlich hier unten keinen Sinn. Mann, was ist mit meiner Stimme auf einmal? Alleine schon deswegen kann ich nicht hier ewig lange machen. Komischerweise heute drückt diese Einhornperücke so tierisch hier irgendwie. Hier vorne, warte mal, das Band hier. Das sitzt irgendwie komisch. Ich bin heute irgendwie die Prinzessin auf der Erbse. So. Ach, das sind Dripstone-Geräusche. Was passiert, wenn ich den hier abhaue? Habe einen Dripstone, glaube ich. Wo ist er denn? Da. Pointed Dripstone, zwei Stück. Ach, jetzt kann ich unendliche Lavaquellen machen, wenn ich mich recht erinnere. Da hatte doch der Herr Kittenkurmler mir mal was erklärt. Weißt du was? Ich werde mir hier unten eine Base of Operations und Dripstone bauen. Füll einfach hier einiges auf. Dieses Wassergeräusch ist auch neu. Also einige Wassergeräusche sind neu. So. Ich werde mir eine ganz einfache Base of Operations in Dripstone bauen. So. Den kann man auch mit der Hand brechen. Das ist ja geil. Das ist ja absolut cool. Degi. Und zwar ziemlich leicht auch noch, wie es aussieht. Oh. Ja. Dann baue ich mir jetzt hier unten einfach mal ein kleines Dirt House. A House of Dirt. Nicht House of Cards, sondern House of Dirts. Und was? Ja, ich glaube, ich muss mir gleich einmal Dirt holen gehen, wenn das hier so weitergeht. Wenn ich hier weiter so damit rumase. So. Ja. Sollte ich vielleicht auch ausleuchten, mein neues Hausi. Und wir vervollständigen das mal. Ja, ob mir die Blöcke jetzt verloren gehen, das ist mir jetzt erstmal Wurst. Mir ist es wichtiger, dass ich mir hier einen sauberen Aufenthaltsraum baue. Oh, da bin ich drauf gesprungen. Das hat mir nicht Aua getan. Das ist seltsam. Okay. So. Ich mache dann auch mal eine Decke hier oben drauf. Nö, das geht gar nicht mehr. Ich habe auch Quase Dirt. Ja, Problem ist jetzt, dass oben wahrscheinlich Nacht ist. Und deswegen oben die Armee der Finsternis unterwegs ist. Nö. Ich
kann sogar in mein Häuschen rein. Mein Häuschen. Alter. Warte mal. Hier ist noch ein Schluck Kaffee. Dann trinke ich noch einen Tee. Ich habe dann noch einen Kaffee. Und nein. Ich muss es nochmal sagen. Neulich meinte wieder jemand, dein Kaffeebecher ist ja so groß wie dein Kopf. Nein, das stimmt nicht. Mein Kopf ist größer. Ja. Was das jetzt zu bedeuten hat, frag mich nicht. So, ich bringe mal hier ein paar Sachen unter. Diese Pointed Dripstones, die finde ich irgendwie interessant. Ja, ich weiß ja, damit kann man irgendwie unendliche Lavaquellen basteln und das ist mit Sicherheit eine interessante Sache. Dripstone Block ist wahrscheinlich einfach nur ein Baublock, der scheußendreck hässlich aussieht, finde ich. Ja, kann man drüber geteilter Meinung sein, aber ich finde es so. Hier ist immer noch zu dunkel. Dann baue ich hier erstmal die Rohstoffe ab, die hier noch sind. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ich habe hier nämlich einiges gesehen. Und das sind ja lange noch nicht alle Abzweigungen dieser Cave. Oh Mann. Ich werde hier so viel Zeit verbringen müssen. Dürfen haben. Aber ich will auch heute hier nicht die ganze Zeit am Erkunden in dieser Höhle verbringen. Der Lama-Händler da oben, der steht da die ganze Zeit und guckt runter. Was macht der Honk da unten? Ist der denn verrückt? Will der sich umbringen lassen? Komm runter, du Vogel! So. Das Lama schreit. Nö. Also zu meiner Aufforderung, runterzukommen. Viel Kupfer hier. Vielleicht baue ich mir diesmal ja mal ein Haus mit Kupferdach. Ja. Ach ja, ich habe mich ja jetzt mit den Gerüstblöcken beschäftigt. Als nächstes werde ich mich mit Bienen beschäftigen und mit Honig. Ja. Eins nach dem anderen, ne? Weißt Bescheid. So. Ja, ich hole mir hier nur noch mal ein bisschen Dirt, um unten an der unteren Base of Operations, also Camp Beta, zu bauen. Hier oben ist Camp Alpha, da unten ist Camp Beta. Sir, jawohl, Sir. So, ich dachte schon. Das sah eben da drüben aus, als wäre ein Endermann. Und wenn? Ja, dann wäre ein Endermann. Ich mag keine Endermänner. Die sind mir einfach zu radikal, verstehst du? So. Also, politische Ausrichtung, ja, aber die Endermänner, nee, also. Vor allem, die sind so aufdringlich, ne? Mit ihrer politischen Einstellung. Das sind wirklich so welche, die dich richtig überzeugen wollen von ihrer politischen Richtung. Und die auch nicht locker lassen, ne? Und wenn du sie anguckst, dann wirklich herausfinden willst, wie sie drauf sind. Alter. Ja, oh nö. Das war doch nur anderthalb Herzen und Fleischwunde. Nee, das ist die Strafe für mein Blödsinnreden hier. Ist schon klar. Die Rache des Endermanns. Jo, Mutterliebende. Das ist wirklich. Nee, das ist hier irgendwie nicht. Not your everyday shit, muss ich wirklich sagen. Worauf ich jetzt Bock habe, ist folgendes. Ich möchte gerne mindestens zwei. Naja, zwei werden reichen. Zwei Schmelzöfen machen. Damit wir hier auch die Materialien verarbeiten können, die wir hier bekommen. Wie zum Beispiel dieses wunderbare Kupfergeschmeiß hier. Naja. Ich kann aber nur einen Ofen füllen, weil ansonsten Kohle ausgeht. Und ich mag und ich möchte eigentlich noch Fackeln haben. Ich mach mal noch
bis wir 64er Stack haben und den Rest haue ich dann in den anderen Ofen rein. Was? Digga. Ja, vielleicht sollte ich wirklich Feierabend machen, ne? Och nö, Honk, mach weiter, das ist lustig. Ja, ich weiß. Scheiß Sadisten. Ja, einen schrottigen Bogen haben wir schon wieder bekommen. Ja, Holz wird knapp. Ach ja. Also ich fühle mich jetzt tatsächlich jetzt hier so mit den Höhlen wieder so ein bisschen wie zu meinen ersten Minecraft-Tagen. Es ist irgendwie wieder, the thrill ist wieder da. Was habe ich vor? Ach ja. Dead. Ditte. So, und jetzt sollte ich zusehen, dass ich möglichst schnell mehr Kohle ran schaffe. Dafür brauche ich eine Spitzhacke. Kohle dürfte hier unten kein Problem sein. Sagte er mal so ganz nassforsch. Finde ich ein ekliges Wort. Oder eine eklige Formulierung. Nassforsch.